So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme Let's Play Don't Starve. Diesmal, erstmal ist es ziemlich kalt hier. Also als erstes ist das jetzt nur eine kurze Aufnahme, denn ich habe keine Folge mehr für die nächsten Tage, bla bla bla. Und brauche jetzt gleich eine Folge und ja, die Welt ist schön. Wir haben, mal kurz gucken, wir haben alles voll. Wir haben noch eine Suppe parat, wir haben hier sinnlosen Crab. Aha. Wie kriege ich denn die Healing Salve zusammen? Moment, wir gucken mal, wie wir die Heilsalbe kriegen. Das ist ja bestimmt Survival, gell? Heilungssalbe. Ach ja, nebenbei ist auch noch der MC Dragon, der ist mit dem Chat drinne. Hallo MC Dragon. Guten Tag. Mit seiner liebreizenden Stimme. Wie geht denn Fight, Liked, Survival? Müsste doch echt Survival sein. Kompass. Guck mal nachher gleich mal weiter. Wir gehen jetzt erstmal los und holen uns wieder ein paar Hasen, damit wir die nächste Nacht überstehen. Und ja, mit dabei ist diesmal eine pseudoaktive Twitter-Runde. Twitch-Runde. Ich streame nämlich gleichzeitig auf Twitch auch mit. Also dieses Let's Play, was ihr jetzt seht, wird, also die Leute, die jetzt Twitch schauen, das kommt danach auf YouTube. Und die Leute, die jetzt nicht Twitch schauen, das läuft gerade auf Twitch. Tada! Ist verwirrend, aber wahr. Wow. FPS habe ich trotzdem stabile 20. Also ich werde jetzt auch, ich habe jetzt Twitch im Hintergrund laufen. Ich werde jetzt ab und zu einfach mal umswitchen. Ich habe es auch vorher jetzt nicht angekündigt. Ich habe einfach mal gestartet, mal gucken, was passiert. Ich werde jetzt ab und zu einfach mal umswitchen und gucken, was geschrieben wurde dazu. Und ob dann eventuell Kommentare in der Box sind. Können wir gleich mal machen, sobald ich den Hasen hier hochgesammelt habe. Am besten machen wir das immer, wenn Nacht ist. Also immer, wenn es Nacht wird, gucke ich mal in die Twitch-Runde rein. Damit sich alle Twitch-Anwesenden schon mal darauf vorbereiten können, wann das passiert. Und ja, da gucken wir mal nach. Was ist das denn? Die Falle ist einfach nur umgefallen, da war kein Hase drin. Na gut. Da ist noch ein Hase, das ist sehr gut. Die stellen wir auch wieder auf gleich. Und wir haben momentan kaum Gras in der Tasche. Jetzt denkt sich der Florian, oh mein Gott, kein Gras in der Tasche. Wie kann denn das sein? Oder denkt ihr einfach gerade gar nichts, weil er versucht gerade bei League of Legends gegen die Kalista anzukämpfen. Die mega OP ist und die keiner besiegen kann. Und die er selbst aber noch nicht hat. Das Leben ist hart, ha? Ja, es ist hart. Es wird aber bald meine sein. Kleine süße Kalista. Dann spielt er wie mit Draven. Er denkt sich also, OP gewinnt eine Runde und dann spielt er die nächsten 10 für Dying Crab. Nein. Genau, und dann bin ich irgendwann Silber 5. Bin nämlich jetzt zur Zeit auf den Weg zu Silber 5, Freunde. Welches Level hast du? Ich habe mich sehr angestrengt. Bin auf 5 LP in Silber 1. Alter, ich hoffe du junglest nicht. Man könnte denken, ich hätte mich hochspielen lassen. Aber es ist nicht so. Ja, wirklich, da hab ich ja Bronze 5 Noob nie hochgespielt. Der ist ziemlich bitter für ihn. Ja. Erst hat er mir geholfen, dass ich gerade so noch Silber 5 erreiche. Und jetzt ist er von Silber, von Gold 5 auf Silber runtergetroppt. Weil er wahrscheinlich sich so den Stil von Bronze angepasst hat, dass er in seiner Elo keine Chance mehr hatte. Er ist zu einem Flamey Boy geworden. Naja, das nicht unbedingt. Und zu einem Maddie Boy geworden. Madlife Crisis? Ja. Guck mal diesen Madlife Crisis Hook von Trash an. Das war wieder Blitzcrank Hook von Leo. Einfach mal 180 Grad in die falsche Richtung. Ja! Ich hab mir Mühe gegeben. Aber wir sind jetzt bei Don't Starve, wir reden über Don't Starve. Und wir haben momentan ziemlich dicke Wollmützen auf. Haben wir den Stein überhaupt mitgenommen? Wir haben den Stein gar nicht mitgenommen und frieren trotzdem nicht. Hält der Bart echt so warm? Ich hatte ja bis jetzt, hat man in den letzten, in den Folgen, in den Staffeln davor, hat man es bis jetzt ja nicht so, dass wir den zum Bart wachsen lassen haben, weil wir das nicht wussten. Okay, jetzt wird es Nacht lang hier. Da muss ich doch zurück, jetzt friere ich hier wirklich. Wir wussten das mit dem Bart ja nicht. Und deswegen haben wir uns gerne mitgenommen gehabt. Aber irgendwie scheint es doch ziemlich vom Bart abzuhängen. Manche Menschen würden das auch Bart-OP nennen.
So, dann machen wir uns mal ganz schnell noch 3 neue Hasenfallen. Können wir uns nämlich leisten, weil wir so famous sind. Famous! Ich bin so famous! So, sehr schön. Dann nehmen wir noch die Kacke mit. Denn die Kacke ist am Dampfen. Vor allem im Winter. Da erzähle ich nicht mehr Scheiße. So, Alter, wie viele Hasen wir mit... Und wir frieren immer? Oh doch, jetzt frieren wir. Scheiße, wir frieren. Ohoho, wir frieren. Wir frieren. Was ist das hier nur für ein Mist? Grab. Can't grab this. Wir könnten die Nacht ja auch auf dem Hasenfeld theoretisch verbringen eigentlich. Oh, es ist mir so kalt. Weil du dein Fenster offen hast? Nein. So, ich hab wieder ein Spiel verloren. Frank, ich bin auf 0 LP. Ich bin auf 0 LP Silber 1, Frank. Wenn du nicht so mad bist, können wir nachher ein Spiel zusammen machen. Nein, ich spiel nicht mit dir, weil ich möchte nicht, dass deine Punkte droppen. Das Einzige, was bei mir droppt, ist, wenn ich auf Toilette bin. Ist auch schlecht, ne? So, jetzt nehmen wir uns auch schnell die Hasen mit. Wir haben jetzt die Nacht einfach mal auf dem Feld geschlafen. Warum eigentlich nicht? Könnte ich eigentlich öfters mal so machen, dass ich einfach auf dem Feld hier schlafe. Ich muss mir dann natürlich hier am besten noch ein Steinfeuer zurechtlegen. Haben wir denn? Moment, erstmal gucke ich ganz kurz, ob denn schon Kommentare sind. Nein, es gibt einen Zuschauer, aber Kommentare gibt es noch keine. Er will den Crap auch kommentieren, den ich hier abliefere. So. Jetzt bräuchten wir mal 12 Steine. Dann würde ich mir nämlich zwischen den ganzen Hasenfallen hier einfach ein Camp machen. Das wäre eigentlich ziemlich easy. Easy peasy, kein easy peasy, weiß Bescheid. Wir haben ja noch 10 Tage Winter zu überleben. 5 haben wir geschafft. Davon haben wir 3 durchgeschlafen. Das sieht also ganz knut aus mit uns. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir eventuell noch so viel Stein zusammenkriegen, wie wir brauchen. Das wäre schon geil, wenn wir hier so ein zweites Steinfeuer hätten. Auf jeden Fall. Und ich habe den Dings immer noch nicht mit den Turm of Stone. Aber irgendwie ist der Bart wirklich so krass, dass wir den ganzen Tag rumlaufen können im Winter. Zusammen mit der Wollmütze natürlich, die wir aufhaben. Ohne zu erfrieren. Das hätte ich nicht gedacht. Oh nein. Oh, der Bart ist doch nicht so krass, wie ich dachte. Wie viel Stein brauchen wir noch? Ah, 3 Stein! Stein! Gib mir Stein! Steiner! Der Bart ist doch nicht so krass, wie ich dachte. Feuer. So, ja, Frank, wir werden uns dann wiedersehen in der Silber 5 Liga. Ich freue mich schon. Kein Problem. Sollte ich anfangen gegen Bronze zu spielen, Frank, dann werde ich dieses Spiel deinstallieren. Hast du so viel Angst vor Bronze? Nein, es ist einfach lächerlich. Absolut lächerlich. Du musst ich immer carryen und verlieren dann trotzdem, oder ich bin der Einzige, der irgendwie ein bisschen gut ist. Weiß nicht. Weil ich bin nicht kein Teamspieler. Bist du auch nicht. Hat jemand schon mal was anderes behauptet von dir? Nee. Wegen euch in StarCraft auch viel besser. Wegen StarCraft mein Skill auch exponentiell immer angestiegen. Aber du hast doch mehr geraged. Wesentlich mehr geraged. Ja, definitiv. Auch nicht so hardcore. Ich habe mehr geraged, aber nicht so tiefgründig. Naja, bei League of Legends, da kannst du dem Typen wenigstens alles sagen, was du möchtest. Mhm. Bei StarCraft kommt dann gleich die Polizei in dein Haus eingewandert. Deine Meinung über Krebse, deine Meinung über seine Mutter. Mhm. Und was da alles so manchmal... 90% der LoL-Community wollen Sex mit deiner Mutter. Oder hatten schon Sex mit deiner Mutter. 90% Sex mit deiner Mutter entstehen durch die LoL-Community, was? Ja, es klingt traurig, ist aber wahr. Ja, ist halt echt deswegen, weil das kostenlos ist, das Spiel. Ich glaube, wenn es was kosten würde, dann würden die kleinen Kiddies es auch nicht spielen. Ah, das kann man ja nicht bringen. Ja, StarCraft sind doch auch die kleinen Kinder, Alter. Nee. Wer StarCraft spielt und klein ist, der hat ist sehr intelligent. Rage schon lange nicht so viel. Möchtest du mir jetzt sagen, dass die Leute mehr Intelligenz als du hatten? Weil du hast ja geraged. Ja. Sicher. Davon gehe ich aus. Deswegen war ich auch nur Master.
Hört ihr das? Was ist das denn? Bitte, was auch immer es ist, es soll nicht zu mir kommen. Das klang gerade echt, nicht schön, was das war. Schnell Essen machen. Und zur Not machen wir uns mal eine Fackel, falls wir wegrennen müssen. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Ich will keine neuen Monster haben, die Wölfe reichen mir. So, am besten machen wir uns so, wir schlafen die Nacht durch. So, Survival-Rolle. So, guck mal noch ganz kurz in die Kommentare. What game is this? This is Don't Starve, a survival game. With the only, das heißt ein Ziel im Englischen gerade. Boah, Englischkenntnisse OP. Was ist ein Ziel im Englischen? Finish. Ah. With the only finish to survival. And don't die. Also, don't starve. Tada! Ich würde es anders sagen. My opinion is to don't die. To don't die? Without the day to finish. Okay, jetzt haben wir geschlafen. Das Feuer bleibt jetzt. Dieser Ort ist wirklich gut. Doch er ist nicht schön. Kennst du den? Nein. Und dann ging ich diese Straße lang. Was? Wir brauchen unbedingt Grünzeug. Wir haben alles abgehandelt, gell? Alter, das ist krass. Wir haben ja echt alles mitgenommen, was es gab. Und im Winter wächst doch nicht, das ist das Problem im Winter. Im Winter wächst einfach nichts. Wir können jetzt alles leer machen, aber wir müssen echt warten bis zum Sommer, bis zum Frühling zumindest. Bis das wieder nachwächst hier alles. Und ich werde auch... Ja, ich würde mal sagen, ich nehme jetzt... warte mal, heute ist Freitag, ich habe Samstag noch vor mir, ich habe Sonntag noch vor mir. Und am Montag kann ich wieder richtig aufnehmen. Wenn ich jetzt, ich würde sagen, wir nehmen... Am Montag auch frei. Cute! Ich nehme bis 16 Uhr auf. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Bis 16 Uhr aufnehmen. Geht das jetzt schon wieder los mit dem Erfrieren? Oh, Alter, ja. Ach, ich bleib im Feuer. Ich nehme bis 16 Uhr auf, würde ich sagen. Und, da haben wir drei Folgen. Und dann kann ich am Montag die Folge für den Montag gleich direkt aufnehmen. Ich muss jetzt mal essen. So, machen wir uns mal eine Fackel. Wir können auch die Pentels essen. Ansonsten haben wir gerade nicht sehr viel, was wir essen könnten. Wir gehen dann auf dem Rückweg jetzt noch mal bei den Hasen vorbei. Na, nimm doch. Ja, beim Rückweg gehen wir mal beim Hasen vorbei. Und ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, was wir mal machen sollen. Wie gesagt, es ist halt, jetzt der Winter wird jetzt einfach nur daraus bestehen, Hasen zu jagen und Hasen zu essen. Hasen zu jagen und Hasen zu essen. Hasen zu jagen und Hasen zu essen. Habe ich einen Hasen jagen und Hasen essen erwähnt? Ich glaube nicht. Nein. Lässt du mir nicht zu, ist das mir ja klar. Er hat mir nicht zu! Hast du gerade von Zuckerrohr gesprochen? Ich habe von deinem Zuckerrohr Dieser gesprochen, Dieser Ort ja. ist nicht gut. Doch er ist schön. Ich höre ständig? Oh! Ach, das sind die Bisons, die durch den Schnee laufen, die dieses Geräusch verursachen. Ich dachte die ganze Zeit, irgendwie so ein Yeti oder sowas kommt mir entgegen. Ich habe übelst Panik gekriegt bei jedem Geräusch. Im Endeffekt sind es so irgendwelche hässlichen Bisons, die nichts mit sich anzufangen wissen. Warum beleidigst du Bisons? Die können auch nichts dafür. Wann guckt das an? Ich bin gerade im Let's Play, ich kann mir jetzt gar nichts anschauen. Danach. Wir könnten uns jetzt eine Farm bauen. Klar, ich baue mich jetzt einfach mal eine Farm. Mitten auf dem Feld baue ich mir eine Farm. Wo sind wir denn? Wir sind auf dem Steinfeld. Unser... Was ist hier hinten alles irgendwo? Wir haben jetzt mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hasenfallen stehen.